So, jetzt mache ich mal einen schnellen kurzen Guide für This Land is My Land. Weil ich habe in einem Let's Play gelesen, es würde ein Skill geben, mit dem man hervorgehoben bekommt, Holz und so weiter und andere Kräuter. Ist totaler Käse, sorry, derjenige, der das geschrieben hat. Es gibt dafür keinen Skill. Ich bin Max Level, habe alle Skills und wie man sieht, wird hier nichts hervorgehoben. Weder auf der Map noch direkt vor mir. Der Trick dabei ist, wenn man Sachen selbst craftet, geht man ins Crafting-Menü. So, sagen wir, ich möchte einen Holzbogen craften, einen. Dann gehe ich hier auf Ziel erstellen. Ja, einmal hier gibt es Craft, das ist, wenn ich die Zutaten in der Tasche habe. Und einmal gibt es daneben einen Knopf, neben jedem Item. So, und wenn ich hier auf Ziel erstellen klicke, mache ich das jetzt mal. Da kann ich einstellen, wie viele Bögen ich craften möchte. Ich nehme jetzt mal einen, ne? Dann gehe ich auf Zutaten suchen. So. Dann steht hier oben als Mission: Sammle Zutaten für hölzernen Bogen. So, und dann hat man hier überall diese kleinen Markierungen. Einmal zeigt es uns an, das Lagerinventar. Das heißt, ich könnte mir die Zutaten daraus suchen. Das sind diese Körbchen hier. Ne? Oder man schleicht hier durch den Wald. Und dann sind überall oben auf dem Radar sozusagen oder auf dem Kompass, sind hier überall diese kleinen Dinger. Ja? Hier Holz. So. Dann wird hier angezeigt, oben, sammle 7 Holz und 5 Flachs. Und dann laufe ich im Prinzip durch den Wald und suche mir diese ganzen kleinen Dinger heraus, falls da welche sein sollten. Ja, das ist der ganze Trick. So hebt man sich Zutaten hervor. Hier ist zum Beispiel noch ein Holz. So, schnapp. Und dann sind überall hier diese kleinen putzigen Markierungen verteilt. So. Und das ist der einzige Trick an der Sache. Wie gesagt, was der Nutzer da geschrieben hat in dem Let's Play, man könnte ein Skill haben, um das hervorzuheben. Nein. Wie ich es hier schon gezeigt habe, ist total falsch. Dann war da noch eine Sache, die ich gelesen habe in einem Kommentar, dass wenn man sein Pferd herumstehen lässt, nähe eines feindlichen Camps, dass es dann geklaut würde vom Feind. Nein, es wird nicht vom Feind geklaut. Also zumindest habe ich es in 2.500 Spielstunden noch nicht ein einziges Mal erlebt. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass entweder vom Feind das Camp überrannt wird, alle Krieger getötet werden und die ganzen Inventarsachen mitnehmen. Oder wenn ich eine Kriegergruppe habe und mit denen zusammen angreife und danach denen befehle, aufs Pferd zu steigen, dass sich dann einer das eigene Pferd theoretisch schnappt, was auch eher unwahrscheinlich ist. Ja, ich denke, das war jetzt nicht böse gemeint, dieser Guide. Hoffe, es hat euch geholfen und bis zum nächsten Mal.